Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mein Studio hier aufgebaut. Ihr seht, my office for the day. Licht ist an, sieht man nicht, aber es ist hell, weil die Sonne scheint hier in Helsinki im Hilton Strand. Ich habe heute auch festgestellt beim Check-in, ich werde zu einem Hilton-Freund. Bevor ich weiter sammle, habe ich natürlich für euch nicht nur frisch gepresste News, sondern auch der Podcast wird wieder belebt. Das heißt also, ich werde auch den Podcast wieder bespielen. Wer es gestern gemerkt hat, danke für die Leute, die ihn schon gehört haben. Am Ton arbeiten wir. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist der Ton mit mir auf Kriegsfuß, seitdem ich mein Studio nicht mehr habe. Mein Fix ist, aber es wird Zeit, dass da wieder was kommt. Also, die frisch gepressten Themen für heute. Ach ja, ich empfehle natürlich jeden auf YouTube zu schauen, weil Bewegtbild ist halt spannender als Podcast. Ist halt so, finde ich, sorry. Themen, die wir haben, natürlich Lufthansa-Kabine hat sich geeinigt mit der Lufthansa. Sie haben den Tarifvertrag angenommen, den Tarifabschluss. Lufthansa City erhält auch A320neos. Lufthansa bekommt auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Allegris, der große Wurf. Einige Sachen, die wir uns anschauen müssen. Morgen ist ja, glaube ich, auch der Termin. Ich muss mal gucken. Ich hatte ja eine Einladung gehabt irgendwo. Wann das war, ich gehe aber nicht nach München hin. Egal warum. Auf jeden Fall, dann haben wir Iran Air. Die haben in den letzten 2 Jahren 66 Maschinen bekommen. Obwohl es ein Embargo gibt. Und wir haben Turkish Airlines. Die haben Stress mit den Russen. Die Russen sagen, wir warnen euch, mit Turkish Airlines zu fliegen. Das sind die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe. Ein Thema habe ich vergessen, London Heathrow im Mai, Bank Holiday, da droht Streik beim Personal. Jetzt habe ich aber alles gesagt, jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und Kanalmitgliedschaft oder hier Fragen an mich zu richten und bei Sorgen, Ängsten oder Nöten einfach gerne nutzen. Freue mich. Also, geht jetzt direkt los, habe ich wieder zu lange gesabbelt, ja 204, das geht. Und zwar die Lufthansa-Flugbegleiter haben die Tarifabschlüsse angenommen. Bei der UFO gab es ja darüber quasi eine Abstimmung. Und da ist es jetzt so, dass der bis zum Ende 2026 geht. Damit haben wir den Tariffrieden. Ja, wir haben 2024, also anderthalb, ein bisschen mehr als Jahre. Da ist Ruhe im Karton. Die zweite U-Abstimmung war notwendig geworden, weil zunächst mehr als 96% für einen Streik gestimmt hatten, der im März zugestimmt hatte. Also insofern, damit ist jetzt in Ruhe da erstmal was möglich. 19.000 Cabin Crews kriegen einschließlich Zinseffekt um 17,4% mehr über den nächsten Zeitraum. Also da ist jetzt Ruhe im Karton. Aber es gibt keine Einigung, wichtig, bei den Beschäftigten, bei den Lufthansa, natürlich dann Cityline und Discover. Also das nochmal ganz so. Und Lufthansa City Airline, die ja auch anfangen, haben die schon einen Abschluss? Ich sag ja nur. Also da gibt es noch viel, viel Redebedarf in Frankfurt. Wo wir uns jetzt gerade mit der Lufthansa City beschäftigen, ist es so, die kriegen ja auch neue Flugzeuge. Airbus A320neo. Da hatten ja einige Angst, dass das was anderes wird. Ich weiß auch gar nicht, wo die Boeings hingehen sollen. Aber hier ist es jetzt erstmal so, dass man die Maschinen, da die A320 und 320 Neos für den Zubringerverkehr nutzen möchte. Klar, weil die Boeings sind ja auch noch nicht da, die Boeings. Wir freuen uns in den kommenden Jahren auf moderne Airbus A220 und 320 Neo. Neuauslieferungen stellte Operativchef Jens Fehlinger vor, bei der Einführung auch einen 320 Neo in Aussicht stellt. Vielleicht ist das ja auch irgendwie so eine Art Hinweis an Österreich, wo man ja immer noch mit der Kabine so ein bisschen im Clinch liegt und die Kabine auf Forderung hat, besonders das Cockpit, die halt schwierig sind. Und da muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, Drohgebärde vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich hatte ja auch von der 787 berichtet, dass die vielleicht doch nicht dahin kommen soll. Also man weiß es nicht genau. Viele Gerüchte gehen da rum. Mein Schwimmtrainer Klaus Fandnitz hat immer gesagt, Scheißhausparolen. Und das ist auch so. Aber wir schauen mal, was da wirklich passiert. Aber Citylines soll dann halt wirklich am Start gehen. Und ab dem 24. April können die Gäste auch die Zubringerflüge buchen. Heißt also, ab quasi jetzt sofort könnt ihr bei City Airlines mitfliegen. Die haben ja einen 319er. Da geht Vollgas und Attacke. Wo kein Vollgas und Attacke geht, das ist bei Turkish Airlines für russische Staatsbürger. Da gibt es so ein bisschen Stress. Und da ist es so, dass man
den Russinnen und Russen das Einsteigen Richtung Lateinamerika verwehrt hat. Und irgendwie hat der Russe gesagt, da ist kein Grund ersichtlich. Also man hat es nicht erklärt bekommen. Und deshalb ist man natürlich jetzt nicht happy. Und die Botschaft hat gesagt, wir raten von Flügen mit Turkish Airlines ab. Natürlich ist die Türkei für die Russen ein Ziel, was sie bevorzugt anfliegen, natürlich, weil sie da hinkommen. Also das heißt, es ist einer der wenigen Wege, um aus Russland noch rauszukommen durch die Embargos. Und wenn natürlich dieser Weg dann abgeschnitten ist, ist das natürlich problematisch, zumal man ja Aeroflot-Maschinen auch bei Türkisch findet. Deshalb ist das ja fast wie zu Hause. Und da ist es halt wirklich so, dass diese Rolle von Istanbul als russisches Drehkreuz nicht zu unterschätzen ist. Aber dass der Russe da jetzt so richtig knallhart reinpoltert, ist natürlich auch nicht nachvollziehbar, wenn das so ein wichtiges Problem ist, weil man sagt in Russland ja auch, dass dort keine Informationen aus Russisch waren. Also das heißt, in den letzten Wochen sind russische Reisende auf Flügen Argentinien, Brasilien, Mexiko, Panama, unter anderem auch andere Länder, einfach verweigert worden, ohne da in irgendeiner Art und Weise eine Erklärung zu bekommen. Und das war natürlich ein Problem. Das Problem existiert und ist ein ernstes Problem. Und es ist für uns unklar, inwieweit sich die türkischen Behörden von der Ernsthaftigkeit dieses Problems bewusst sind. So schreibt es die Botschaft. Und natürlich ist es so, klar, es wäre schön, wenn man bei einer türkischen Airline auch die Sachen auf Russisch findet. Aber es gibt halt viele Dinge, die sind halt bei anderen Fluggesellschaften nur in der Landessprache. Es gibt auch Dinge, wo ist mir das wieder aufgefallen? Wo war das? Also auf jeden Fall war es so, dass ich, wenn ich auf Englisch geguckt habe, habe ich ganz andere Informationen bekommen oder beziehungsweise die Informationen auch bekommen, die ich gesucht habe, als wenn ich auf der Heimatsprache geguckt habe, also auf Deutsch. Heimatsprache los. Und das war halt einfach so. Aber dass man da jetzt so ein Thema draus macht. Und interessant finde ich übrigens auch eine Geschichte, die die Botschaft dann weitergeführt hat. Und da muss ich euch dann auch persönlich sagen, guter Tipp, die Botschaft rät zu Aufnahmen in Bewegtbild. Ja, also das, was wir hier machen mit YouTube, sollen die dann auch am Flughafen machen und da dann wirklich alles aufzeichnen, Gespräche mit Vertretern der Fluggesellschaft. Und dann sollte man auch in Russland eine Klage gegen die Fluggesellschaft einreichen. Gut, also den letzteren Teil mit Russland, das solltet ihr lassen, aber filmen oder beziehungsweise Aufnahmen mitmachen, solange es erlaubt ist und auch nicht in irgendeiner Art und Weise problematisch ist, sollte er das machen. Und das ist halt so. Und der Grund, der da irgendwie kolportiert wird, weil man den Russen da die Einreise verweigert, ist, der russische Verband der Reiseveranstalter hat diese ganze Anzahl von Verweigerungen der Mitreise darauf zurückgeführt, dass die illegale Einwanderung in die Vereinigten Staaten halt ein Problem sind. Denn in 2022 ist die Zahl der Russinnen und Russen, die die Grenze zwischen USA und Mexiko überquerten, stark angestiegen. Das heißt also, dass dann natürlich über die Amerikaner da Druck ausgeübt wird nach Lateinamerika, sagt er, aufpassen. Wenn die Freunde von euch da kommen und ihr habt die transportiert, vielleicht müssen die da verhaften. Also man kann das nachvollziehen und ich muss persönlich sagen, ich glaube, ich hätte auch keinen Spaß dran, wenn ich einen Krieg ziehen müsste, sowohl für Ukraine als auch für Russen. Also insofern da leichtes Verständnis von mir, dass man das macht, aber ja, da dann so großen Lärm draus zu machen, das verstehe ich dann auch nicht, was der Russe damit möchte. Wir haben jetzt ein Thema Iran Air. Das fand ich auch interessant, weil wir reden ja die ganze Zeit auch immer über Embargo. Und wir hatten ja auch das Thema zum Beispiel mit der Airbus A380, der von dem Ground-Handling-Fahrzeug beschädigt worden ist in Moskau. Das Flugzeug ist ausgeflogen worden nach Dubai zur Maintenance. Einmal, weil es natürlich in Dubai besser repariert werden kann, aber weil Ersatzteile sind nicht lieferbar nach Russland. Und interessanterweise, natürlich muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, viele 380er, die Probleme haben, haben Ersatzteilprobleme. Lufthansa hat, glaube ich, im Moment zwei Flugzeuge, die irgendwie Ersatzteile nicht hatten, wo auch Flüge ausgefallen sind, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, jetzt gestern, vorgestern. Aber trotz Sanktionen hat der Iran, also Iran Air, 66 Flugzeuge in 2 Jahren bekommen. Einige Fälle hatten wir ja, die 340er, glaube ich, die waren interessant. Aber das waren halt die 4 Airbus 340, die halt wirklich 2022 weg waren von der Bildfläche und dann aufgetaucht sind mit Iran und dann auch einen Kennzeichenwechsel hatten, sind mit der Turkish Airlines, sind für die Turkish Airlines ja geflogen, die Flieger. Wobei ich aber nicht glaube, dass der Türke direkt verkauft hat, da gab es Zwischenhändler.
Und da ist es halt wirklich so, dass die Fluggesellschaften das auch nicht direkt verkaufen würden, weil das würde ja Sanktionen mit sich führen. Aber trotzdem sieht man, als in 2 Jahren 66 Flugzeuge, das ist mehr als manche Fluggesellschaften überhaupt Flugzeuge haben. Und Iran muss wohl auch etwas mehr Geld zahlen, um diese Flugzeuge zu bekommen. Also weil da muss ja noch, also da sind ja viele Hände zwischen. Ne? Und damit ist es so, dass die umwiegend natürlich dann doch die Flugzeuge bekommen. Und es ist halt so, dass die Flugzeuge jetzt dann im Iran halt fliegen. Das sind hauptsächlich Langstreckenjets und ich weiß gar nicht, inwieweit es da dann Sanktionen geben kann. Aber es ist halt wirklich so, dass man diese Flotte sogar anwachsen lassen will. Also das heißt, dass man sogar 70, also 4 Flugzeuge noch mehr haben will. Und ja, wenn man sich das anguckt, ist es halt wirklich so, dass die Flugzeuge auch repariert werden müssen. Und das ist halt auch so ein Thema. Was machen die dann? Die benutzen dann halt irgendwelche Teile, die sie irgendwo finden, die halt dann irgendwie nachgedrechselt oder sonst was werden. Aber dafür fliegen sie doch relativ vernünftig. Es sind keine dokumentierten Teile und ist auch ein Problem. Aber daran sieht man, dass Sanktionen eigentlich nicht wirklich was machen. Und also ich denke mal, dass das natürlich auch nicht ganz vergleichbar ist mit den Russland-Sanktionen, weil man kann, also rein theoretisch könnte man ja nicht mit einem Flugplan aus Europa raus nach Russland fliegen. Man müsste auch, aber auch das wäre dann kein Problem, dann einfach in der Luft zu ändern. Und das ist halt wirklich so. Also ich denke mal, schwierig, aber interessant finde ich halt wirklich die Zahl, die sie halt sagen, dass sie 66 Flugzeuge akquiriert haben in 72 Jahren. Also wenn man das mal durchkalkuliert und das dann teilt, dann könnt ihr ja selber ausrechnen, wie viele Flugzeuge das im Monat sind. Also das ist, ich finde das krass, also muss man ehrlicherweise sagen, dass man da halt so viele Flugzeuge dann hat. Und 3 Flugzeuge im Monat fast, die man neu bekommt, das ist, ja, ist krass. Ja, was die Mitarbeiter krass finden, das ist in London Heathrow. Und zwar ist da die Thematik so, dass die Mitarbeiter, weil sie dort einen Plan vorgelegt bekommen haben, wo sie 40 Millionen Pfund sparen müssen, keinen Bock drauf haben. So, und das ist Gehalt. Und deshalb sind 800 Mitarbeiter mit am Drohen. Was ist das für ein Deutsch? Also sie drohen damit, da die Arbeit niederzulegen, und zwar an dem May Day Bank Holiday nächsten Monat. Und das ist halt wirklich so, dass das gerade natürlich diese Departments sind, wo es wehtut. Das sind Passenger Services. Heißt also auch diese Baggage Trolley Operators und auch die Security, die dann da nicht geht. Und das ist halt dann wirklich so, das sind die Security machen für die Catering Trucks. Also das heißt, Riesenprobleme, die da im Flughafen auftauchen. Und ich glaube, dass das halt auch eine spannende Geschichte ist. Aber ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Vielleicht ist es auch nur eine Drohgebärde. 72 Stunden soll der Streik auf jeden Fall sein. Und am 4. Mai sollte der Start sein. Nur damit ihr es wisst, damit ihr da wirklich, wenn ihr nach London wollt, eine Anleitung habt, was ihr zu erwarten habt. Jetzt gehen wir auf das letzte Thema heute und das ist Allegris. Allegris ist wirklich vor dem Ausrollen. Das Flugzeug ist quasi da. Die Delta Alpha India X-Ray Tango A350 ist mit Allegris ausgestattet. Sie hat von Recaro die Economy Class Sitze, sie hat von ZIM die Premium Economy Sitze und sie hat die Business Class Sitze. Und zwar sind die Business Class Sitze ja von, First Class ist von Collins. Und die Business Class Sitze sind von Stella. Also Stella ist die Tochter von Airbus. Stella Sitze sind übrigens auch die Finnair Sitze. Und hat dann die Sitze von Thomson. Und diese beiden Sitze haben halt, bilden halt die Business Class. Und wichtig ist halt, dass man die alle zeigen will, außer der First Class, weil die First Class hat keine Genehmigung. Also die ist noch nicht zertifiziert. Und das dauert noch bis Ende des Jahres. Also insofern ist jetzt Allegris wirklich drauf und dran auszurollen. Ich möchte jetzt nicht auf den lustigen Economy-Class-Sitze in der First-Class-Section eingehen, aber es ist halt wirklich so, es wird ernst. Und wenn wir uns Allegris angucken, ist ja auch der A350 das dritte Flugzeug, wo es kommen sollte erst.
Es sollte mit der 777 anfangen. 2017 sind, glaube ich, die ersten Bilder gezeigt worden. Dann ist es so, dass dann als erstes sollte dann die Einführung halt wirklich mit dem 777-9 eingehen. Wann sollte das übrigens sein? 2020? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist schon so lange her. Aber sie fliegt ja immer noch nicht. Dann sollte es die 787, die Dreamliner sein. Und jetzt ist es der 350 geworden. Und damit sieht man halt wirklich, wie lange die Operations dauert. Und Carsten Spohr hat jetzt einen ganz, ganz wichtigen Satz genannt. Und ich möchte, dass ihr euch den auf der Zunge zergehen lässt. Und zwar, Carsten S. aus M., Name der Redaktion bekannt, sagte, das Premium-Segment zuletzt gar als einzige Chance für Lufthansa im internationalen Wettbewerb. Also das heißt, dass dieses Premium-Segment für Lufthansa international die einzige Chance ist. Und da stelle ich mir die Frage, und da habe ich die Frage des Tages auch aufgeschrieben, ist Allegris der große Wurf? Ist Allegris die einzige Chance für Lufthansa im Premium-Segment mitzuspielen? Heißt also, ist Allegris überhaupt Premium-Segment? Macht das Lufthansa zum Premium-Segment? Ist der Sitz ein Premium-Produkt? Und da stelle ich mir wirklich die Frage, ob ich das so falsch sehe. Also für mich, ich sage mal so, alle kochen sie nur mit Wasser. Das heißt also, der Sitz, der eine hat, zwickt hier, der andere zwickt da. Der eine hat den Vorteil, der andere hat den Nachteil und umgekehrt. Also das heißt, die Sitze selber, ja, man kann da Präferenzen haben. Aber ich glaube, dass diese Diversifikation, die Lufthansa hat, ist das, was Lufthansa auch vielleicht das Rückgrat bricht. Denn im Umkehrschluss, wenn man nicht in den Service investiert, das Personal, weil wie oft lese ich, hey, super Personal, super, super, super. Und wie oft empfinde ich das persönlich in Hotels wie hier oder aber auch im Flugzeug. Der Sitz war okay, aber die Crew war geil. Also das heißt, ich gehe dann, weil die Crew geil war, raus mit allem. Aber genau den gleichen Sitz, den ich hatte, die Crew war schlecht, den gehe ich raus mit dem Gefühl, alles war scheiße. Und genau das ist halt das Thema, dass man da bei Lufthansa vielleicht falsch liegt, dass man einmal vielleicht bei dem Produkt Allegris zu sehr auf die Hardware setzt. Aber dadurch, dass man zu sehr auf die Hardware setzt und dann diese ganzen Differenzierungen hat, wir sind ja einmal durchgegangen, welche Sitze man bestellen kann, wie viele Probleme macht es, wenn Leute den Sitz nicht bekommen, den sie wollen? Oder was passiert, wenn Flugzeugwechsel ist und die noch nicht die Allegris haben? Und. Also da sind so viele Probleme, die in meinen Augen damit reinstehen. Und Lufthansas NPS, Net Promoter Score, der ist ja bei 27, ob der damit dann wächst und ob man damit international dann besser wird, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich hoffe es für die Lufthansa und ich hoffe, dass der Sitz quasi der große Wurf ist. Und wenn man halt sich das anguckt, ist es so, dass man auch bei dem wieder natürlich kein einheitliches Produkt hat. Gucken wir doch einfach mal weiter. Was passiert denn in den 747-400ern? Ja, nichts. In den Strich 8 dann wird es zumindest so sein, dass sie teilweise die neue Allegris haben. Im Hauptdeck, im Upperdeck nicht, weil zu geschwichtig, zu schwer. So. Ja, was sollen die denn bekommen? Sollen die dann das bekommen, was quasi Carsten S. aus M. sagt, von der Stange? Also quasi das, was in den 380er kommt, weil der 380er nicht lang genug fliegt, um da Allegris noch einzubauen? Und da muss man dann auch ehrlich sein mit sich selber und sagen, ja, habt ihr euch nicht lustig gemacht über Emirates? Gut. Man muss jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, dass in den 777 sind ja 232 in der Business Class. Ne? Fair point taken. Da muss man auch drüber motzen, ganz klar. Aber ich finde, dass das Essen, der Service bei Emirates eigentlich auf einem anderen Niveau ist. Und da kann man halt über dieses so ein bisschen hinweggucken, finde ich jetzt. Ja? Und ich bin auch bei Emirates schon im Mittelsitz gehangen in der Business Class. Gut, es war ID-Travel, ich habe halt nicht den Preis bezahlt, jemand anders bezahlt. Das muss man dann ehrlicherweise auch sagen. Aber ich fand es jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise unbequem, weil es war ein Full-Flatbed. Und es war Bulkhead, also vor mir war keiner. Also insofern war das okay. Aber ist es wirklich so, dass diese 7 Sitzkategorien, oder wie viele es jetzt mittlerweile sind bei Lufthansa, da halt wirklich nicht eine große Erwartungshaltung bringen, die sie halt nicht leisten können? Und da seid ihr jetzt gefragt. Und ich bin jetzt fertig. Ich hoffe, ach, ich habe 20 Minuten wieder geschafft. Ich hätte es echt nicht gedacht. Also ihr seid jetzt dran, da eure Meinung zu Allegris zu sagen. Und ich kann nur wirklich an die Kanal,
Frage heute oder Frage des Tages erinnern. Ist Allegris der große Wurf? Ist Allegris die einzige Chance für Lufthansa im Premium-Segment mitzuspielen? Heißt es also im Prinzip, wenn Lufthansa verkackt mit der Allegris, ist Lufthansa dann quasi... Ne? Also da, alleine deshalb solltet ihr schon Bewegtbild gucken, damit ihr überhaupt seht, was ich für Grimassen schneide. Aber ehrlicherweise bin ich mal gespannt, wie ihr das seht und freue mich auf euer Feedback. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und alles zu tun, was mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status bringt. Das ist, glaube ich, auch ein neuer Slogan, oder? Nee, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall macht das. Und ich habe den Sticker mir nicht ans Notebook geheftet, deshalb weiß ich immer noch nicht, wie das österreichische Wort gefrotzelt. Da war's. Ich hab's. Also, danke dafür. Bis morgen in Alter eine Frische. Und ich mache euch morgen eine frisch gepresste Folge Meilen-Highlights am Mittwoch. Also Meilen-Mittwoch oder so. Also, danke, viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Und Abspann. Also, bis dann. Ciao. Thank you.